Die Reihe 2200 der NS, der Klassiker aus den Niederlanden, ist eine komplette Formneukonstruktion und kommt als H0-Modell in den Fachhandel. Die dieselelektrischen, vierachsigen Drehgestell-Loks prägten ab 1955 bei unseren Nachbarn den Traktionswechsel von Dampf- auf Diesellokomotiven. Mit ihren einseitigen Endführerständen und den charakteristischen Vorbauten verkörperten diese Maschinen eine amerikanische Bauform. Die bis zu 100 km/h schnellen Loks waren auch universell einsetzbar und man konnte sie im Rangierdienst, aber auch vor Güter- und Personenzügen antreffen. Das Modell der Lok kommt in AC- und DC-Ausführung, wobei die AC-Variante ab Werk bereits mit einem Plax 22 Decoder ausgerüstet ist. Die Reihe 2200 der NS, der Nederlandse Spoorwegen, hat die Loknummer 2297. Das Modell ist feinst detailliert und besticht durch extra angesetzte Teile wie Schlussscheibenhalter, Frontsteckdosen, geriffelte Umläufe und Treppen sowie den freistehenden Türgriffstangen und Handgriffe auf dem Dach. Markant ist auch der fein detaillierte Kühlergrill auf dem langen Vorbau. Die Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht exakt dem Vorbild. Ein freier Führerhausdurchblick gestattet es auch endlich, einem Lokführer in 1:87 genügend Spielraum zum Arbeiten zu lassen. Die Drehgestelle sind scharf graviert und runden optisch den perfekten Gesamteindruck dieser Lok ab. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Zur Erhöhung der Zugkraft wurden zwei Antriebsräder mit Haftreifen in diagonaler Anordnung versehen. Die Pico-Reihe 2200 der NS hat einen Zink-Druckgussrahmen. Das verleiht dem Modell eine gute Haftung und exzellente Fahreigenschaften. Ein eingebauter Pufferkondensator sorgt zusätzlich für optimale Fahreigenschaften bei kurzen Stromunterbrechungen. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen sorgen. Das Modell ist mit einer Plax 22 Schnittstelle ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Das Modell ist für die Aufnahme eines Sounddecoders mit Lautsprecher vorbereitet und kann problemlos nachgerüstet werden. Die Reihe 2200 der NS besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der Wechsel von Spitzenlicht und Schlussbeleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Die Schlussbeleuchtung und Kabinenbeleuchtung sind separat schaltbar. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung des Klassikers der Reihe 2200 der NS mit sehr hohem Spielwert unterstreicht Pico seinen Anspruch,
technisch moderne und ausgereifte Modelle auf höchstem Niveau zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Durch den Pufferspeicher wird das Rangieren auch auf komplexen Weichenstraßen zum reinen Vergnügen. Das attraktive Modell spricht durch sein hervorragendes Fahrverhalten, die filigrane und betriebstaugliche Ausführung sowie das unverwechselbare Erscheinungsbild praxisorientierte Modellbahner und Sammler von Modellen gleichermaßen an.